Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem Schwangerschaftsupdate. Und das ist jetzt mit Sicherheit das letzte Schwangerschaftsupdate, was es von mir gibt, mit den Zwillingen im Bauch. Ich habe, glaube ich, schon lange keins mehr gemacht irgendwie, weil ich auch in den Vlogs immer euch schon so viel erzähle. Aber heute hatte ich Lust, mich einfach vor die Kamera zu setzen und euch ein bisschen so zu erzählen, wie es mir geht oder auch für andere Zwillingsmamas, dass ihr vielleicht so ein bisschen wissen, was auf die zukommt. Und ja, ich sag mal so, jeder fühlt sich ja auch komplett anders in der Schwangerschaft. Es gibt Leute, die mit einem Kind wirklich schon Komplikationen haben oder im Krankenhaus liegen müssen und so. Deswegen, man kann ja auch keine Schwangerschaft mit der anderen irgendwie so richtig vergleichen. Und ich kann euch nur erzählen, wie es mir jetzt so geht und wie es mir so ergangen ist in der ganzen Schwangerschaft. Und ja, deswegen dachte ich, ich setze mich nochmal mit euch hin. And it won't come easy. But I know it's worth the fight, and I will run across the rivers anywhere with you. I won't give up, I'll take my chances, and I will follow you. Ja, ich bin jetzt in der 36. Schwangerschaftswoche angekommen. Ich freue mich wahnsinnig darüber, dass ich es überhaupt so lange geschafft habe, weil ich glaube, gerade wenn man Zwillinge erwartet, ist immer die Angst da, dass sie irgendwie zu früh kommen oder viel zu früh kommen. Zwillinge kommen ja meistens ein bisschen früher und statistisch gesehen werden tatsächlich die meisten in der 36. Schwangerschaftswoche geboren. Also ich bin gespannt. Ich war heute auch auf Insta irgendwie nicht aktiv, weil ich heute Morgen meine Buchhaltung gemacht habe und andere Sachen erledigt habe und ein bisschen rumgetrödelt habe, ehrlich gesagt. Und ganz viele haben schon gefragt, ob ich im Krankenhaus bin. Also so witzig. Nein, ich bin nicht im Krankenhaus. Löse ich gleich auch auf bei Instagram. Ja, ich bin ehrlich gesagt momentan einfach um jeden Tag froh, den ich irgendwie so ein bisschen hinter mich gebracht habe, wo die Zwillinge noch im Bauch sind, weil natürlich jeder Tag zählt und ich das Bestmögliche natürlich auch für meine Kinder hier irgendwie mitgeben möchte, dass die halt ja, möglichst weit entwickelt sind irgendwie, aber das kannst du ja selber auch nicht steuern. Also wenn die jetzt früher gekommen wären, dann kann natürlich keine Mama der Welt irgendwie was dafür. Aber es ist schon so, dass es jetzt auch langsam echt so an den Kräften zerrt und an den Nerven. Viele denken, ich bin sehr fit. Ich bin, glaube ich, relativ fit noch für dieses Stadium, aber ich merke schon, dass es wirklich anstrengend ist. Und ich habe ja den Vergleich auch mit einem Kind durch den Milan vor 4 Jahren. Und es ist wirklich ein Unterschied. Also muss man ganz klar sagen, eine Zwillingsschwangerschaft ist kein Zuckerschlecken. Ja, also es ist schon echt anstrengend. Obwohl ich jetzt gar nicht viel zugenommen habe oder so, da kommt ja auch mal die Frage. Also ich bin nach wie vor bei knapp 13 Kilo, was echt nicht viel ist, wo ich mich auch immer wundere, warum. Bei Milan war es das Gleiche mit einem Kind und ja, jetzt bei den Zwillingen auch. Ich kann sagen, ich esse. Aber ich bin auch schneller satt. Also dadurch, dass mein Bauch halt einfach so voll und schwer ist, kann man irgendwann auch nicht mehr so viel essen. Und es ist ja so, dass wenn du ein Kind bekommst, irgendwann senkt sich ja der Bauch, was bei mir jetzt auch der Fall ist. Und dann liegt das Kind halt weiter unten und du hast wieder so ein bisschen mehr Luft zum Atmen und kannst auch eigentlich wieder ganz gut essen. Das ist mit 2 Kindern irgendwie nicht so, weil das andere muss ja auch irgendwie nur sitzen. Also es ist schon so, dass ich schwer haben mit dem Atmen, dass die Kinder jetzt ziemlich tief sitzen. Upsala, Entschuldigung. Also der Bauch sitzt einfach ziemlich tief und liegt mir auch die ganze Zeit so schwer auf den Beinen. Ich merke das jetzt auch beim Autofahren, dass es immer schwieriger wird. Also große Strecken fahre ich gar nicht mehr, nur so kurze Strecken wie im Kindergarten. Mal schnell einkaufen. Selbst schnell einkaufen ist schon anstrengend geworden. Gestern zum Beispiel war bei uns in der Nähe hier so ein Fest, da sind wir mal kurz rübergelaufen und danach musste ich wirklich Mittagsschlaf halten. Ja. Also man sieht, ich bin einfach körperlich ein bisschen erschöpft. Bin also auch froh, dass mein Mann mir da ein bisschen was abnimmt. Der ist gestern dann mit dem Milan zum Spielplatz gegangen und so. Also ich merke auch, wenn ich zum Spielplatz laufe, dass ich echt fix und fertig bin. Und dass ich das kaum noch schaffe. Und deswegen versuche ich das jetzt auch weitestgehend irgendwie zu vermeiden. Das Gute ist, der Milan ist jetzt in einem Alter, wo er das schon so ein bisschen versteht. Und der hat auch hier seine Freundin in der Nachbarschaft, geht alleine raus spielen oder bekommt Besuch. Und das ist so... Oh, ich bin so dankbar, wirklich. Wenn ich jetzt ein kleines Kind noch hätte, was vielleicht 1, 2 Jahre alt wäre, ich glaube, das wäre deutlich anstrengender. Muss mal kurz was trinken. Wenn ich mit dem Video hier fertig bin mit dem Drehen, muss ich unbedingt im Krankenhaus anrufen und einen Termin machen wegen der Besprechung zur Einleitung. Oh Gott. Ich habe euch ja im letzten Vlog auch gesagt, dass ich da nicht so geil drauf bin, dass ich natürlich mir wünsche,
dass die Mäuse alleine kommen und von alleine sich entscheiden, rauszukommen. Aber man muss das natürlich trotzdem in Betracht ziehen. Das ist einfach so, dass die Versorgung dann nicht mehr so gewährleistet wird. Und mir gesagt wurde, dass es besser ist, sie ein bisschen früher dann zu holen. Es gab einige von euch, die gesagt haben, warum nicht bis zur 40. Woche drinnen lassen. Ich sage euch ganz ehrlich, ich verlasse mich da einfach auf das, was die Ärzte sagen. Und ich glaube, dass 2 Wochen nicht den Riesenunterschied machen. Und ich sage ganz ehrlich, ich bin auch körperlich echt schon so an einem Punkt, wo ich sage, ich bin ehrlich gesagt auch mal froh, wenn sie draußen sind und ich wieder ganz normal wie ein Mensch atmen und laufen kann. Ja, nachts schlafen ist halt echt auch eine Qual. Ich bin froh, dass ich dieses riesen Stillkissen hier noch habe. Ohne wird es gar nicht gehen. Aber was mir zum Beispiel auch wahnsinnig schwer fällt in der Nacht, irgendwann schläft bei mir immer alles ein, so die Beine und Arme und alles. Und dann muss ich die Position wechseln und allein das ist schon immer so total anstrengend. Ja, die Aufregung steigt auch auf jeden Fall. Also ich bin echt langsam nervös. Ich war bei Milan, glaube ich, nicht so nervös irgendwie wie jetzt bei den Zwillingen. Ich meine, klar, erstens weiß ich schon, was auf mich zukommt ungefähr. Und dann, wenn halt gleich 2 Mäuse irgendwie das Licht der Welt erblicken, ist halt schon auch echt so nochmal was ganz Besonderes. Und dann auch dieses, wie wird das mit Milan sein und kann ich das alles schaffen? Werde ich dem gerecht? Kann ich dann eine gute Mama für alle 3 sein? Und man macht sich dann schon irgendwie Gedanken und ein bisschen Druck. Und ich will natürlich versuchen, das Beste irgendwie zu geben. Aber habe auch irgendwie Angst, das alles irgendwie nicht zu schaffen. Wisst ihr, was ich meine? Also ich glaube, das ist ganz normal, dass man so ein bisschen auch Angst hat oder Respekt vor der Sache. Ich hoffe, dass es mit dem Stillen gut klappen wird. Auch da weiß ich nicht genau, bei Zwillingen haben die einen Rhythmus, werden die verschieden gestillt. Also je nachdem, da habt ihr mir auch ganz viele Sachen schon zugeschrieben. Viele haben geschrieben, ich soll die so antrainieren, dass sie gleichzeitig gestillt werden. Andere haben gesagt, das funktioniert nicht so gut. Also keine Ahnung, ich lasse das jetzt alles einfach mal auf mich zukommen. Und ganz ehrlich, zur Not gibt es die Flasche. Also so dramatisch ist es dann auch nicht. Ich glaube, man darf sich vielleicht dann auch nicht zu sehr unter Druck setzen, weil gerade mit Druck klappt beim Stillen eigentlich gar nichts. Und deswegen versuche ich das Ganze irgendwie locker anzugehen. Kleidungstechnisch kann ich auch schon lange echt nicht mehr alles tragen. Und ich hatte mir diese Schwangerschaft wirklich extrem viel gekauft für Schwangere. Was ich auch eine lange Zeit lang angezogen habe, aber ich merke jetzt, dass es einfach nicht mehr geht. Es gibt wirklich Sachen, die nicht mehr passen, obwohl es Schwangerschaftskleidung ist. Oder dass Kleider, die Schwangerschaftskleidung sind, einfach so kurz sind, dass ich eine Leggings drunter ziehen muss. Wie jetzt auch heute. Dieses Oberteil hatte ich übrigens schon bei Milan in der Schwangerschaft an. Ich habe meinen Bauchumfang auch gemessen. Ich kann euch gerade nochmal meinen Bauch zeigen, so als Update. Also so sieht mein Bauch momentan aus. Ich finde, er ist jetzt nicht mehr so viel, glaube ich, gewachsen. Wie ihr seht, ich habe Gott sei Dank keine Risse, aber dafür ist mein Bauchnabel nicht gerade wunderschön. Also der kommt halt so raus und das sieht jetzt nicht so schön aus. Aber ich habe Gott sei Dank keine Veranlagung für irgendwelche Risse oder so. Er ist auch schon ziemlich tief, würde ich sagen, und er ist halt wirklich sehr, sehr schwer. Und ich hatte letztens meinen Bauchumfang gemessen und da war, ich glaube, bei 114. 114 oder 120? Ich glaube 114. Und das Lustige war, danach haben wir den Bauchumfang von meinem Mann gemessen und der war nicht viel weniger. Und dann haben wir uns echt kaputt gelacht. Ich glaube, vom Umfang her geht's eigentlich, obwohl der Bauch schon wirklich sehr, sehr groß ist. Also ich glaube, für meine Körpergröße, ich bin ja auch nicht gerade groß. Ich bin 1,64, weil da auch mal viele mich viel größer schätzen. Ich bin nicht sehr groß. Wahrscheinlich wirkt deshalb der Bauch auch irgendwie größer. Keine Ahnung. Allein jetzt trotzdem immer hier zu sitzen und ein Schwangerschaftsupdate zu drehen und zu erzählen, ich bekomme Zwillinge, ist für mich immer noch wirklich total kurios eigentlich. Wenn man bedenkt, was für einen langen Weg wir wieder hatten, um schwanger zu werden und dass es mit der ICSI natürlich auch dann am Anfang wieder nicht hingehauen hat und so. Ich glaube, ich hätte mir nicht erträumen lassen, hier mal zu sitzen wieder und zu sagen, ich bekomme Zwillinge. Also es ist schon echt so krass und ich bin einfach so dankbar. Und egal wie anstrengend das jetzt alles ist oder egal wie hart die Geburt ist, das lohnt sich alles extrem. Und ja, ich bin froh, dass wir auf jeden Fall nicht aufgegeben haben, weil wir waren teilweise echt kurz davor zu sagen, ich habe keine Lust mehr, wir belassen es bei einem Kind und wir lassen das Ganze einfach sein. Und ich glaube, ist es gut oder das ist einfach Schicksal wahrscheinlich, dass man dann sagt, nee, irgendwie, ich habe immer das Gefühl gehabt so, irgendwie fehlt noch was. Es klingt jetzt total doof, aber so, wir sind noch nicht vollständig, wisst ihr, was ich meine? Und das ist so schön, dass man echt dran geblieben ist und alle, die auch einen Kinderwunsch haben, ich wünsche euch wirklich, dass das funktioniert und dass ihr dran bleibt und dass euer Wunsch in Erfüllung geht. Es gibt natürlich auch
Eltern, wo es nicht in Erfüllung geht, was furchtbar ist. Also ganz, ganz schlimm, wirklich. Wenn man einen Kinderwunsch hat, einen unerfüllten, das ist wirklich super schlimm und traurig. Und Gott sei Dank gibt es heutzutage viele Mittel und Wege, ein Kind zu bekommen, auch wenn es jetzt nicht das eigene vielleicht ist, über Adoption oder über eine Leihmutterschaft, muss natürlich jeder für sich selber entscheiden. Aber ich habe so viele Freundinnen im Bekanntenkreis, die leider auch Probleme haben. Und ich habe so viel schon mitbekommen. Und ja, für jeden gab es irgendwie, Gott sei Dank, den richtigen Weg, um glücklich zu werden und um Mama sein zu dürfen. Ich habe nach wie vor unheimlich Lust immer auf Obst. Also das war auch schon bei Milan so in der Schwangerschaft. Ich habe bei Milan wahnsinnig viele Kiwis gegessen. Jetzt esse ich gerne auch Wassermelone ohne Ende. Seht ihr auch in den Insta-Stories ganz oft. Aber auch so kleine Aprikosen oder alles, was so ein bisschen so süß und fruchtig ist, mag ich total gerne. Kiwi mag ich auch. Und Granatapfelkerne esse ich auch ganz viele, weil mein Eisenhaushalt auch nicht immer so optimal ist. Dann nehme ich auch zusätzlich Tabletten und versuche das auch über die Ernährung ein bisschen auszugleichen. Ja, das ist aber bei Zwillingen auch normal. Man ist ja viel stärker durchblutet auch und da ist der Eisenmangel oft vorprogrammiert irgendwie. Generell in der Schwangerschaft sollte man darauf achten, dass man ein bisschen mehr Eisen zu sich nimmt. Ja, also ich denke, da fühle ich mich eigentlich gut versorgt und ich glaube, ich trinke manchmal noch zu wenig. Ja, gerade wenn ich unterwegs bin oder so, versuche ich es zu vermeiden, was nicht gut ist, weil ich halt ständig auf Toilette muss. Es ist auch voll schön zu sehen, ich merke, dass der Milan sich auch immer mehr freut auf die Ankunft der Zwillinge und dass, wenn andere Kinder fragen, er immer sagt, das sind meine Babys und meine Geschwister und dann küsst er meinen Bauch und streichelt den und so und es ist so süß. Ich bin so gespannt, wie dieses erste Kennenlernen wird und generell, wie das wird für den Milan, auf einmal zwei Babys zu Hause zu haben. Also ich glaube, das wird richtig süß und ich hoffe, dass dann nicht die Eifersucht irgendwie überwiegt, sondern die Liebe zu den Geschwistern. Ganz viele fragen auch immer, ob ich für die Zwillinge ein Babyzimmer mache. Das mache ich nicht. Wie die meisten wahrscheinlich wissen, sind wir ja gerade dabei, unser neues Haus umzubauen, was ehrlich gesagt noch aussieht wie eine Ruine. Also es wird noch wahnsinnig lange dauern, bis wir da einziehen können. Ich denke mal, fast ein Jahr leider. Aber es macht einfach gar keinen Sinn, weil die Kinder sowieso kein Zimmer brauchen das erste Jahr. Die sind sowieso nur bei Mama und Papa und würden auch niemals irgendwie im Zimmer spielen oder so. Deswegen ja, macht das Ganze keinen Sinn, hier jetzt nochmal ein Kinderzimmer irgendwie einzurichten. Aber ich freue mich natürlich wahnsinnig, wenn ich das dann im neuen Haus machen kann. Ihr wisst ja, wie ich bin. Ich liebe ja alles mit Inneneinrichtungen und Kram und bin die ganze Zeit am irgendwelche Videos gucken und Inspirationen sammeln und freue mich da auf jeden Fall ganz, ganz arg in Zukunft. Und da werde ich euch natürlich auch mit der Kamera mitnehmen, um diesen ganzen Bauprozess mit euch dann auch durchzugehen und zu zeigen, dass man auch aus einer Ruine ein schönes Haus machen kann. Ich habe jetzt diese Woche den letzten Frauenarzttermin. Ab dann oder nach diesem Zeitpunkt werde ich nur noch im Krankenhaus betreut, beziehungsweise dann wird ja schon die Einleitung gemacht und dann ist dieses ganze Frauenarztbesucher auch schon wieder vorbei. Echt der Wahnsinn. Und ja, bisher habe ich kaum Wehen. Also bei Milan hatte ich deutlich mehr Übungswehen. Das heißt, mein Muttermund ist halt auch noch geschlossen und ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass es jetzt von heute auf morgen losgeht. Also ich habe jetzt am Donnerstag nochmal einen Frauenarzttermin und bin mal gespannt, was sie sagt, ob dann der Muttermund ein bisschen geöffnet ist oder ob es doch noch ein bisschen dauern wird. Sie hat auch gesagt, wir können auch ein bisschen ja, nachhelfen und das rauskitzeln oder dass ich halt mehr spazieren gehe oder Himbeerblättertee trinke oder irgendwie sowas. Ja, muss ich mal gucken. Abgekühlt ist mir trotzdem total heiß gerade. Ich bin einfach nur so froh, dass es im Moment nicht so heiß ist, weil ich diese Hitze einfach so schlecht vertrage. Und für mich irgendwie gefühlt 10 Grad heißer ist die ganze Zeit. Andere sitzen mit Pulli da oder mit Strickjacke und ich im Tanktop und schwitze trotzdem. Ja, das war ein kleines Schwangerschaftsupdate von mir. Das letzte mit den Zwillingen im Bauch. Oh mein Gott, ich bin so gespannt, wann es losgeht, wirklich. Ja, meine Hände sind auch ziemlich geschwollen. Weiß nicht, ob man das sehen kann. Die tun irgendwie auch weh. Ich kann keine Ringe mehr tragen, schon länger. Und wenn, dann konnte ich nur... Also mein Ehering passt schon ewig nicht mehr, keine Ahnung. Ja, ich hoffe, dass euch das gefallen hat. Und dass ihr weiter mich verfolgt und schaut, wie das Ganze weitergeht. Ich hoffe, ja, das ist spannend für diejenigen, die vielleicht auch Zwillinge erwarten. Und es ist auch für mich immer super, wenn wir uns untereinander austauschen können. Ich kenne niemanden, der Zwillinge hat, außer die Eva. Sonst kenne ich gar niemanden. Also so oft ist es ja dann auch wieder nicht verbreitet. Deswegen ist es immer total spannend, wenn ihr mir auch schreibt oder so. Und ja, danke schön auf jeden Fall fürs Zusehen. Und ich bin gespannt, was die nächsten Videos hergeben werden. Ich kann es nicht sagen. Ich bin niemand, der irgendwie 2 Wochen lang vordreht oder so. Ich finde, das sollte immer
zeitnah abgelotet werden. Also so sehe ich es halt. Ist natürlich Geschmackssache. Ich möchte immer, dass ihr so nah wie möglich und so upgedatet wie möglich irgendwie dran seid. Und deswegen sind es höchstens 2-3 Tage versetzt. Anyway, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Ich lege mich jetzt auf die Couch. Oder nein, ich muss, glaube ich, mal ein bisschen was im Haushalt jetzt machen. Und dann hoffe ich, sehen wir uns auch im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut.